Hallo ich und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Battlehand. Es geht hier wieder weiter. Wir sind im Zwielichtgrab gerade in den Elite Dungeons angekommen. Aber bevor wir das machen, werden wir noch ein bisschen unser Deck aufstufen. Wir haben hier den Lebenssauger, den wir doch aufrüsten müssen. Ein bisschen noch. So, 33, 34 und ein Füllmaterial bitte noch, ein alter Würfel. 35. Er ist jetzt Maximumstufe und den können wir jetzt im Apothekarium aufrüsten. Mega günstig bestimmt, ja. Ach, siehst du, den präparierten Beutel muss ich noch ganz kurz im Deck ändern. Deck bearbeiten. Dann müssen wir den später nochmal, und der hat ihn auch noch. Dann müssen wir den später gleich, aber wir müssen es jetzt machen. Sonst vergesse ich das wieder. Scharf gemachter Beutel. Den werden wir gleich direkt mal auf. Ah, 11, okay. Ich denke, 202 Schaden ist erstmal in Ordnung. So, und jetzt kommen wir zum Apothekarium. Entwickeln den Lebenssauger. 20 Spindlereier. Kann man den Schaden an den Augäpfel 20 Stück. Heilige Scheiße. Aber das lohnt sich definitiv. 30.000. Erhöht Chance zur Auslösung von Extras. Ist gewesen. Blutung, ne? Das hätte ich schon gerne. 37.600 Münzen dafür. Holy shit. 1483 ist auf der Höchststufe. Ui, 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 ui. Na dann. Mein kleiner Grill. 683, das ist so krank. So, unsere erste Karte, die beinahe 1000 Schaden macht. Wir werden sie erstmal so verbessern. Wir haben ja noch ein bisschen was offen hier. Monty braucht eigentlich gerade nichts, ne? Also Feuer. Hat. Nö, eigentlich nichts. Deswegen kann man hier ruhig die Feuerdinger dafür benutzen. Gab also die Laternen so ein bisschen. 1012, 1036, 1059, 1083 Schaden, 1107. Whee! Und immer stärker, immer stärker, immer stärker. Dö, 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 dö. So, nehmen wir noch zwei alte Würfe. 1271 Schaden, das ist so heftig, Mann. Ah, wir können noch ein bisschen mehr machen. Giftstachel vielleicht noch. Ja, Deflektionsspitze wird langsam echt zu schwach, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht so. Hier packen wir noch alles in den Giftstachel mit drin. Können wir sogar auch gleich aufrüsten, würde ich sagen. Wobei dann. Ne, wir bleiben so erstmal so bei 9 und einmal den Charme verdoppelt. Easy. Immer noch 140 Kampfkarten. Okay, mal egal. Zwielichtgrab. Schließe wandelnde Untote ab. Alles klar. Kämpfen wir mal. Ja, dann haben wir wieder gut Geld investiert. Einfach mal 40.000 in den Lebenssauger. Aber er ist es definitiv auch wert. 1271 Schaden, so krank. Blutende Schneide. Und Giftstachel 908 Schaden. Ja, super. Love it. I love it. Und 908 Schaden. Okay, es sind sogar nur zwei Runden, interessant. Verblüffender Nebel. Blastpfeil. Noch einer. Wunderbar. Hätte ich jetzt einen Lebenssauger benutzen können. Bam, 1271 Schaden. Ja, Krell ist somit eigentlich immer relativ Highlife, wenn er nicht unbedingt das Ding hier ein Schild benutzt. Ah, wunderbar, eine Jinx-Geister-Rune. Schön, schön, schön. Und die nächste Mission abgeschlossen. Bam, wieder 100 Ruhm dazu. Ein verfluchtes Buch und so weiter und so weiter. Ziel 2 Sterne, wandelnde untote Elite. Ah ja, schließe Geister heben sich ab, Elite ab, okay. Das ist das nächste. Einfach machen. Wieder nur zwei Runden, das ist schön. Immer zwei Runden finde ich immer ganz angenehm. Muss ich sagen. So, haben wir einen schönen. Na gut, dann machen wir das erstmal. Lassen wir den erstmal verbluten. Okay, der verstärkt. Ne, der hat Phobie, glaube ich. Der verstärkt sich nicht. Der hat eher eine Phobie, aber. Werden wir trotzdem killen. Und schön großer. Oh, eine riesige Spinne. Die kann man mal aussaugen, würde ich sagen. Saug sie aus. Bam! 1271 Schaden. Und jetzt, naja, mal Betäubungsstab. Bleibt uns nichts anderes übrig. So, der verblutet allerdings noch nicht ganz. Na komm, Deflektionsspitze, hau raus hier. Schön, schön. Aber noch genug Schlüssel. Ich weiß gar nicht, ist bestimmt ziemlich teuer hier, die Schlüssel.
Oh, guck's dir mal an. So krass viel Zeug. Ausbeute. 22 Schlüssel haben wir noch. Und wir kriegen wieder ein bisschen was dazu. Und wir müssen immer zu dem vorigen Dungeon, die zwei Sterne abgeschlossen haben. Und wie teuer? 9 Schlüssel, okay. Komm, wir haben sogar Breeze Luftrunde. Nice. Hier ist also ein Dungeon, wo man Bree Sachen farmen könnte. Ein Dungeon, der ein bisschen höher ist. Aber noch 3 Runden sind immer doof. Autokampf 3 Runden ist immer mies. Wenn es zumindest bei dem aktuellen Dungeon ist. Ist schwierig, schwierig. Gehen das immer sehr, sehr stark. So, ein Schattengeschoss, ein Giftstachel. Ein Lebenssauger vorbereiten für eine Runde. Oder um eine Runde. Oh, guck mal, den saugen wir nochmal aus, oder? Saugen wir den aus und da haben wir eine blutende Schneide. Lieber nicht. Die machen wir für nächste Runde dann. Schon mal eine Runde vorbereiten. So ein Dings wäre echt nicht schlecht. So ein AOE-Skill, ne? Oh, Deflektionsspitze. Na, natürlich nicht. Lebenssauger. Okay, dann saugen wir dich mal aus. Müsste aber bald sterben. Jetzt kommt sie natürlich. Ey, ich hasse das. Ah, ist auch egal. Bam! Nein, ist noch nicht tot. Ist noch nicht tot. Immer noch nicht tot. Fuck you. Ektoplasma. Er hat ein kleines Schild. Bekommen 61 Schild. Naja. Ist jetzt nicht so doll, ne? Bam, bam, bam. Töte 1000 Monster. Bin ich bald. Also habe ich bald. Das geht immer relativ schnell. Bam, schon wieder. Sehr schön. Anhand eines Grundes 100 Ruhm wieder dazu. Das ist gut, das ist gut. Und fürs nächste Kapitel. Kapitel 4 sind wir mittlerweile schon. Schließe Grab mit Panorama Elite ab. Na dann. Also wir kommen relativ gut durch, ne? Noch. Aber ich habe ja auch ziemlich viel trainiert und Bree und Krell aufgerüstet ohne Ende. Also wie gesagt, da muss der Fluch definitiv noch höher werden. Drei Runden haben wir wieder. Den werden wir ohne AOE killen. Den müssen wir ohne AOE killen. Würde ihn theoretisch killen? Er würde ihn killen, okay. Wenn er jetzt kein Schild gehabt hätte, hat glücklicherweise kein Schild. Drei Leute, schön. Da ist die Deflektionsspitze doch perfekt. Ach, schon tot. Ätzend. Oh, der Lebenssauger hat was. Verblüffender Nebel. Okay, Lichtbarriere. Erstmal ganz kurz abwarten, was das so an Schaden macht. Lebenssauger hat etwas dazu bekommen, vergiftet. Okay. Bam! Oh, guck mal, ein großes Ding. Egal, wir benutzen es. Oder wir brauchen es auch gar nicht. 12 Runden. Aber das war wieder gut mit unseren Karten. Da haben wir wieder gute Karten bekommen. Schließe gerade mit Panorama Elite ab und noch was? Nö. 1500 von 120. Und das ist echt nicht übel, ey. Mittlerweile habe ich schon. Wie viele Splinterschlüssel habe ich schon? 106 Splinterschlüssel. Alter, ist das heftig. Ich krieg die auch irgendwie nicht weg, weil ich eigentlich immer die Erfahrung möchte. So, schließe Musikantenknöchelchen Elite ab. Können wir jetzt aber nicht mehr machen, weil ich kein Dings mehr habe, keine Schlüssel mehr habe. Uiuiui, wir können hier vielleicht noch ein bisschen was aufrüsten. Mit was kämpfe ich denn? Ich kämpfe mit Krell. Verblüffender Nebel habe ich schon im Maximum, das ist schade. Wir wollten hier den explosiven. Ach ne, Schaffung. Ah, 202 Schaden ist okay. Wir können hier die Blitzklinge noch ein bisschen verbessern. Damit die in dem Kampf dann gleich stark ist wie die andere. Ach, siehst du, muss ich noch einmal weiterentwickeln. Ne, jetzt nicht. Jetzt nicht. So, die Soßenflasche nutzlos eigentlich. Wir werden sie aber mal erhöhen noch. Auf Maximumstufe. Oh, guck mal. Stufe Kampfkarten, Verteidigungskarten zweimal hoch. Da war irgendwo eine Mission gewesen. Also hier die blutende Schneide und Giftstache. Beides müssen wir noch ziemlich weit upgraden. Das auch sehr teuer ist. Guck mal, suchen, zerstöre. Ah, okay. Haben wir anscheinend schon fertig. Ah, nächste Mission. Ah, keine Mission dafür nachgerutscht. Schade. Also die Missionen werden wieder ein bisschen weniger. Gut, wir können ja ganz kurz. Ich wollte es euch mal zeigen. Hier zum Beispiel bei. Ne, nicht hier, sondern.
Nehmen wir einfach mal das Normale. Mit Krell und Bree. Und dann sehen wir, dass die Gegner auf 0 H, auf 1 HP kommen. Mit dem Fluch. Bedäm, und da sinken sie. Ja, hier sinken sie auf 1 HP runter. Ja. Witzig, ne? 1 HP. Gut, den Kampf lassen wir jetzt noch ganz kurz durchlaufen. Oh, 122 HP, ja, das ist relativ. Ich hab da hier Logan, nicht Logan, sondern Gilda und Monty auf Level 30 trainiert. Zumindest Monty. Also aber auf dem Elite-Zeug. Weil das waren die einzigen Dungeons, die gut für beide waren mit dem Autokampf. Oh, da ist schon wieder ein Plünderschlüssel. Hätte ich aber nicht gedacht. Kann man die nicht irgendwie verkaufen? So, ich hätte gerne 1000 Münzen, ne, 10.000 Münzen pro Plünderschlüssel. Danke. Oder Juwelen, wie auch immer. Okay, Freunde, wir haben hier nicht mehr. Wir könnten hier noch, könnten ihn noch verbessern. Wir werden ihn noch verbessern. Oh, wir können sogar noch mal verbessern. Bam! Ich habe sogar noch einen. What the fuck, wo habe ich so viele her? Schauen wir mehreren Zielen. Da könnte man Krell noch ein bisschen stärker machen. Brauchen wir jetzt aber erstmal nicht mehr. Bonus auf Max RP des Trupps kann man höher machen. Er ist interessanterweise sogar ein Level weiter als Bree. Witzig. So, was haben wir sonst noch? Ansonsten brauchen wir gerade gar nichts mehr. Ich habe noch 9 davon und Bree hat noch 8 davon und hier 42 davon. Also Bree kann auch ein bisschen aufrüsten, aber Krell sieht langsam schlecht aus. Okay, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind jetzt in der nächsten Folge wieder von Battle Hunter, werde ich wieder einige Missionen fertig gemacht haben, wieder viel trainiert haben. Ja, mal schauen, was da mal so schön beim nächsten Mal weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.